Als Jerome zu sich kam, fehlte ihm im ersten Moment jegliche Orientierung. Ihm war kalt, seine Kleider waren feucht und er hörte in der Nähe ein stetiges Plätschern. Ganz abgesehen davon, dass es stockdunkel war. Also begann er damit, in seinem Gefängnis herumzutasten und nutzte die Zeit, sein Gedächtnis zu durchkramen, nach allen Hinweisen, die er finden konnte. Was war also das Letzte, woran er sich erinnerte? Er hatte mit seinem Vater geredet. Gestritten fast schon, so wie es meistens der Fall war, wenn sein Vater etwas von ihm wollte. Das war, als er Jerome den Spiegel vermacht hatte, ein Familienerbstück seiner Urgroßmutter, von dem es hieß, dass er in Zeiten großer Not einem das Allerliebste zeige. Er gab nicht viel auf Märchen, aber in gewisser Weise würde der Spiegel ihm sicher immer sein Liebstes zeigen, immerhin hatte er sich selbst sehr lieb. Gleichzeitig hatte sein Vater ihm allerdings offenbart, dass er diese Saria Cortez heiraten solle. Jerome hatte widersprochen und war letztendlich mal wieder von seinem Vater darüber belehrt worden, dass er doch der Erbe der Adelsgüter von Schiefertrutz war und endlich seinen Posten ernst nehmen solle. Aber andere Erinnerungen wollten ihm nicht einfallen. Jerome hatte nichts mehr bei sich. Nicht einmal seine wertvolle Brille saß mehr auf seiner Nase. Ihm war alles abgenommen worden durch irgendwelche Halunken. Sicher dieselben, die ihn auch in der Höhle eingekerkert hatten. Er lernte sie erst einen Tag später kennen. Er hatte Hunger und Fror, und in diesem Zustand kamen ein paar Banditen oder Räuber, eben diese Halunken, da, um ihn abzuholen. Sie eskortierten ihn aus der Höhle heraus, eine Treppe hinauf und den linken Gang entlang. Im Licht ihrer Fackeln konnte Jerome verschiedene Türen wahrnehmen, und zu seiner Rechten passierte er eine Nische, in der eine Räuberfrau an einem Seil hinabkletterte. Noch weiter hinten, am Ende des Ganges, empfing ihn Grölen und Lachen. Doch noch vorher öffnete einer seiner Begleiter eine Tür zu seiner Linken. Ein unglaublich zugemülltes Zimmer kam zum Vorschein, so unordentlich, wie Jerome es selbst nie hinbekommen hätte. Dreckige Wäsche mit alten Essensresten und Gegenständen, chaotisch durcheinander gewürfelt, lagen überall verstreut, und unter seinen kurzsichtigen Augen verschwamm alles zu einer widerlichen Brühe. Entsetzt betrachtete er das Zimmer, in das ihn einer der Räuber hineindrängte, und erst jetzt schenkte er dem Anführer Beachtung, der in diesem Drecksloch zu leben schien. Wie funktioniert der, hä? Er hielt den Spiegel in Händen, den Jerome von seinem Vater erhalten hatte. Sein Erbstück. Könnte ich den bitte wieder haben? Was wollt ihr überhaupt von mir? Wer seid ihr? Bringt mich sofort zurück! Du kommst heim, wenn wir das Geld haben. Also, wie geht der? Jerome zog tief die Luft ein und ließ seine Brust wichtig anschwellen. Das ist ein Spiegel. Man kann sich darin betrachten. Blödes Teil! Unbedarft warf er das alte Stück in die andere Ecke des Raumes. Entsetzt folgte Jerome ihm mit seinem Blick. Er landete weich auf. Eigentlich wollte er gar nicht wissen, was dieses Unscharfe dort war. Der Anführer zog noch etwas hervor. Meine Brille! Ist das deine? Ist die eindeutig von dir? Ja. Kann ich auch die bitte wieder haben? Ohne dieses Nasalvehikel ist es mir leider nicht möglich, mein Umwelt scharf zu betrachten. Es ist, als ob ihr mein Auge sprichwörtlich ein Bein abhacktet. Kein Mensch kann so bösartig sein und einem wehrlosen Entführungsopfer seit Tagen eingekerkert und entkräftet, die Brille zu stehlen. Außerdem ist sie nutzlos für euch. Sie wurde auf meinen Augen. Gebt sie ihm schon wieder, meinte er letztlich genervt und zog Jeromes Ersatzbrille hervor. Die schicken wir mit dem Brief für das Lösegeld. Bringt den wieder weg. Doch Jerome wollte sich nicht den Mund verbieten lassen. Das wird euch nichts bringen, irgendwelches Lösegeld für mich zu fordern. Ihr habt mir noch nicht einmal gesagt, weshalb bei allen Zwölfen ihr mich hierher gebracht habt. Und wo wir überhaupt sind. Ganz offensichtlich nicht mehr in Gareth. Aber die Räuber packten ihn und zogen ihn mit sich. Fein, ich kann auch trotzdem weiterreden. Gefällt dir deine Arbeit hier? Wollt ihr wirklich auf ewig in einer dunklen, zugemüllten Höhle hausen und edle Herren entführen? Wie schön kann das schon sein? Sie warfen ihn wieder zurück in die kalte, nasse Höhle und zogen die Tür energisch zu. Da war er also wieder und keinen Schritt weiter. Er kratzte sich an der Nase. Nun, das stimmte nicht ganz. Immerhin hatte er schon mal seine Brille wieder. Minas jämmerliches Mauzen von oben war das erste, das Selene wahrnahm. Das nächste war der Schmerz, der sie durchzuckte und in ihr Bein fuhr, sobald sie versuchte, sich zu bewegen. Au! Oh, verdammt! Geht es euch gut? Selene verharrte und legte die Hände auf die Augen.
Sie ließ ihre Magie durch sie fließen, und als sie die Augen wieder öffnete, war die Dunkelheit nicht mehr so durchdrungen wie zuvor. Wenige Schritte von ihr entfernt stand eine Person. Die Silhouette eines Mannes. Das, was sie von seinem Gesicht erkennen konnte und aus seiner Stimme schloss, war ja ein jüngerer, wohlhabender Mann. Und kein hässlicher obendrein. Selene blickte nach oben. »Mir geht es gut«, rief sie so laut, dass auch Mina es hören konnte. Das klägliche Mauzen verhallte. »Hol die anderen!« »Sehr schön. Endlich kommt jemand, um mich zu befreien.« Selene runzelte die Stirn. »Wer bist du?« »Jerome Darion von Schiefertrutz. Und ihr seid?« »Selene Liebmoos.« »Wo sind wir hier?« »Ich dachte, ihr könnt mir das sagen.« Selenes Bein schmerzte, als sie versuchte, sich zu erheben. »Hoffentlich finden uns die anderen bald. Am besten erzählst du mir mal alles, was du weißt.« Das Gespräch mit Jerome erklärte zwar seinen Aufenthalt hier, anscheinend wusste er aber selbst nicht, warum er entführt worden war. Und allen Anschein nach hörte er sich selbst sehr gern reden. »Selene!« Hakwas Stimme ließ ihn schließlich verstummen. »Mensch, Merle, was machst denn du nur?« »Hakwa! Ich bin hier runtergestürzt. Hier ist noch jemand.« »Selene, ist Yolanda bei dir?« Auch Gareths Stimme drang nun zu ihr vor. »Nein!« »Keine Sorge, Merle, wir holen dich da raus.« Kurze Zeit später vernahm Selene ein Knacken und der Boden brach auch unter Hakwa weg. Sie hatte sich scheinbar zu nah an das Loch gewagt und mit einem dumpfen Aufprall gesellte sie sich zu ihnen. »Verdammte Orkgedärme nochmal!« Selene biss sich erschrocken auf die Lippe, während Gareth schallend zu lachen begann. »Gareth!« »Ja?« »Hör auf zu lachen!« Hakwa rappelte sich so schnell es ging wieder hoch. »Komm bloß nicht zu nah ran! Du musst einen Saal besorgen und uns rausziehen!« »Ja, nur ich beeile mich.« Plötzlich öffnete sich mit einem Quietschen die Tür und eine Laterne blendete Selene. Einen Moment später erkannte sie drei Gestalten, die mit überraschten Gesichtern Hakwa und Selene musterten. Dann wurde einer von Hakwas Speer durchbohrt und ging zu Boden. Im schnellen Lauf rauschte Hakwa auf die beiden übrigen zu. Einen schlug sie nieder, bevor sich der arme Kerl versah, und die dritte nutzte die Zeit, um in den Gang zu fliehen. Hakwa ließ ihre Axt fallen und schob den blutenden Verletzten beiseite, um die Tür wieder zu schließen. »Nein, wartet!« Jerome trat mit schnellen Schritten an sie ran. »Mein ganzer Besitz ist bei dem Anführer. Wichtige, wertvolle Dinge. Bitte, ich wäre euch unglaublich dankbar, wenn ihr mir dabei helft, es zurückzuerlangen. Ihr werdet auch belohnt werden. Verehrte Dame...« »Hakwa.« »Hakwa.« Nun, im fackelnden Licht der Laterne, konnte Selene ihn das erste Mal wirklich betrachten. Er hatte dichtes blondes Haar, aber bei weitem nicht so hell wie Gareths. Auf seiner Nase saß ein Gestell aus Draht, das seine Augen umrahmte und Gläser einfasste. Dahinter lag ein wohlgeformtes Gesicht, das in der Kombination mit seiner teuren, wenn auch dreckigen Kleidung einen überaus hübschen jungen Mann abgab. »Ich kenne den Weg«, fügte er schnell an. Hakwa musterte ihn kurz von oben bis unten. »Na gut, dann geh vor.« Jerome folgte also dem Weg, den ihn die Räuber schon einmal geschleppt hatten. Vorsichtig und leise. Niemand war unterwegs. Scheinbar schliefen alle noch und sie hatten Glück. Zumindest noch. Wer konnte schon wissen, wie schnell die entflohene Banditin Alarm schlug? »Hier, aber vorsichtig.« Hakwa öffnete langsam die Tür und ein Schnarchen drang nach draußen. Sie verschwand in dem Raum. Ein kurzer Moment später konnte Jerome einen dumpfen Schlag vernehmen und das Schnarchen verebbte. Jerome verschwendete keine Zeit. Er nahm Selene das Licht ab und betrat diesen furchtbar unordentlichen Raum. Selene stand Wache. Jerome kramte sich durch die Unordnung aus Essensresten und jeder Menge Ramsch auf dem Tisch, bis er seine Umhängetasche wiederfand. Gut, das war schon mal ein Anfang. In der einen Schublade fand er den Spiegel, gemeinsam mit einem Brief. Er steckte beides ein, als Selene sich bemerkbar machte. »Ich höre etwas. Ich glaube, sie hat Verstärkung geholt. Es klingt so, als wären es viele.« »Bist du soweit?« raunte Hakwa Jerome zu. »Ja, ich denke, das Wichtigste habe ich.« »Gut, raus hier.« Sie waren zu Selene nach draußen getreten, als die restlichen Räuber am Ende des Ganges um die Ecke bogen. »Dort vorn, da muss ein Seil sein.« Also hastete Hakwa vor und blieb vor der Einbuchtung stehen. Selene und Jerome flüchteten in Hakwas schützenden Rücken. Jerome schnappte sich das Seil und begann daran hochzuklettern, während Hakwa die Räuber erwartete, mit ihrer Axt in der Hand und einem grimmigen Aufschrei. Und in dem Moment loderten plötzlich Flammen aus dem Nichts zwischen Hakwa und den Räubern auf.
Erschrocken stolperte Hakwa ein wenig nach hinten und riss dabei fast Selene um, die sich nah an Hakwas Rücken gedrückt hatte. Selene reagierte am schnellsten, während Hakwa noch wie gebannt auf das Flammenmeer zwischen ihnen starrte. Schnell, wir müssen hier raus! Sie packte das Seil und begann auch sich daran hochzuziehen. Einen Moment später spürte Jerome, dass auch Hakwa sich anschloss, denn das Seil machte einen kleinen Ruck nach unten und begann zu ächzen. Während des Kletterns dachte er an das Feuer zurück. Das war kein natürliches gewesen, definitiv nicht. Das hat er den Räubern gar nicht zugetraut, dass sie Magier unter sich hatten. Aber sollte es ihm doch egal sein, dachte er sich, während er hinauskletterte. Und sein Blick wanderte an den mit Sternen übersäten Himmel. Ein befreites Lächeln huschte ihm über das Gesicht, während sich die anderen beiden aus dem Loch schoben. Selenes Herz klopfte noch lautstark, als sie das Versteck der Räuber schon verlassen hatten und dem Weg zurückfolgten. Es schien alles gut gelaufen zu sein. Sowohl Jerome als auch Hakwa schienen die Flammen für ein Werk der Räuber gehalten zu haben und nicht im geringsten für ihres. Schweigend staffte sie neben den anderen beiden her. Jerome redete viel, selbst jetzt, wo er sich seinen Atem eigentlich für einen schnelleren Schritt bewahren sollte. Doch aus der Dunkelheit vor ihnen schälten sich schon kurze Zeit später Gareth und Mina. Gareth hatte ein Seil um die Schulter geworfen und blieb stehen, als er die anderen erblickte. Mina lief freudig auf Selene zu. Ihr seid rausgekommen. Ha, die Kerle da unten waren zwar hartnäckig, aber hier sind wir. Gareth grinste sie an. Irgendwann besorge ich dir noch deine magische Axt, dann sind die Räuber kein Problem mehr für dich. Ja, ja. Hakwa klang nicht so, als würde sie Gareths Worten große Bedeutung beimessen. Und jetzt müssen wir weg. Beeilung, wir holen unser Zeug. Aber wo ist Yolanda? Niemand beachtete ihn. Und Selene gab sich ebenfalls Mühe, sich nichts anmerken zu lassen. Als sie das Lager erreicht hatten, packten sie ihren Kram. Bis auf Gareth. Unzufrieden stand er da und warf das Seil trotzig von seiner Schulter. Ich gehe nicht ohne Yolanda. Was ist, wenn die Räuber sie haben? Sie hat ihr ganzes Zeug eingepackt und mitgenommen. Sie wurde sicher nicht entführt. Wenn ihr was zustößt... Pack jetzt endlich oder ich lasse deinen Kram hier und werf mir nur dich über die Schulter. Niedergeschlagen setzte er sich in Bewegung und begann, seine Decke einzurollen und sie an seiner Kraxe unter der Truhe festzuschnallen. Jerome gesellte sich zu ihm. Weißt du, so machen das Frauen, wenn sie einen nicht mehr wollen. Sie hauen einfach ab. Das ist nicht schlimm. Es gibt ja andere. Selene warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. Er sprach über Yolanda, obwohl er nicht einmal eine Ahnung hatte, wer sie war. Aber vielleicht war es ja auch besser so. Wenigstens würde Gareth nicht auf die Idee kommen, ihr hinterher zu stiefeln, wenn er glaubte, sie sei wegen ihm gegangen. Sie liefen den Rest der Nacht durch, bis der Morgen kam. Als Hakwa irgendwann bewusst wurde, dass nicht nur Jerome, der von Anfang an über die unebenen Wege gemeckert hatte, sondern auch Selene und Gareth kaum noch Kraft hatten, suchte sie nach einer guten Position für eine Pause an einem Felsüberhang. Während Selene und Jerome ihr Schlaflager bereiteten, beschloss Hakwa, über die Gruppe zu wachen. Gareth hatte die ganzen Stunden über kein einziges Wort von sich gegeben. Er legte seinen Bündel samt Magierstab ab, stellte wortlos seine Kraxe hin und entfernte sich dann von ihrem Lager. Hey Gareth, wohin willst du? Aber Gareth machte keine Anstalten zu antworten. Bleib in Sichtweite. Heißt ihr wirklich Gareth? Ja und? Das ist kein Name, nicht für einen Mensch. Ich bin aus der Stadt, Gareth. Kann dir doch egal sein. Ach, gute Nacht. Gareth fand einen recht kleinen, fast schon verkrüppelten Baum. Das war alles, was es geschafft hatte, über der Baumgrenze zu gedeihen. Er kletterte auf einen der stärkeren Äste und zog die frische Bergluft tief ein. Endlich stiegen ihm Tränen in die Augen. Und endlich konnte er sich von der drückenden Last befreien und ihnen freien Lauf lassen. Er ließ seine Magie fließen und wenig Schritt vor ihm begann eine illusionäre Yolanda mit ihrem Jonglagetanz. Eines der Dinge, die er von ihr gelernt hatte. Eines von so vielen Dingen. Gareth liebte diesen Tanz. Liebte die Art und Weise, wie sie ihn leichtfüßig vollführte, so dass niemand auf die Idee kam, dass auch nur eine dieser Bewegungen monatelang geübt werden musste. Er liebte es, wie sie immer erschrocken die Augen aufriss, wenn etwas falsch lief. Und gleichzeitig, während er Yolandas Abbild dabei zusah, wie sie die bunten Bälle herumwirbelte und wieder auffing, war ihm klar, dass all das Vergangenheit war. Und das vielleicht für immer. Und diese Erkenntnis traf ihn hart, mit einem vollen Schlag mitten in sein Innerstes.
Yolanda war alles gewesen, das er brauchte. Und nun hatte sich sein Ein und Alles dazu entschieden, ihn einfach allein zu lassen, loszuwerden. Wusste sie, was sie ihm antat? Gorit, pass auf, da vor dir! Wie aus weiter Ferne erreichte ihn Hakwas panische Stimme. Mit Tränen überströmten und vor innerem Schmerz verzerrtem Gesicht drehte Gareth den Kopf zu ihr herum. Hakwa kam auf ihn zugerannt, aber je näher sie kam, umso langsamer wurde sie, bis sie schließlich Yolandas Abbild erkannte, das eben in dem Moment verschwand, in dem Gareth sich davon abgewandt hatte. Langsam dämmerte Hakwa, dass Gareth keine Gefahr drohte, und sie blieb stehen, verstummte. Gareth drehte sich wieder von ihr weg und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Er hörte, wie sie kurze Zeit später murmelnd den Rückweg antrat. »Willst du wissen, wie ich Yolanda kennengelernt habe?« fragte er den Baum, doch erhielt keine Antwort. »Eigentlich ist das gar keine lange Geschichte, aber ich kann sie sicher etwas für dich ausschmücken.« Nachdem sie aufgestanden waren, nahm Jerome sich die Zeit, einen Blick auf den Brief zu werfen, der bei seinem Spiegel lag. »Ich lasse die ganzen Höflichkeit... Geht mit dem Spiegel vorsichtig um. Folgt meinen Anweisungen und lasst niemand wissen, dass ihr ihn habt. Lasst auch Jerome den Glauben, er habe ihn verloren. Behandelt ihn gefälligst mit Respekt, auch wenn er euer Gefangener ist. Er ist von meinem Blut und trotz allem geht es ja auch gar nicht um ihn. Ihr könnt von dem alten Herrn ein Lösegeld von 5000 Dukaten fordern. Der kleine Gag soll immerhin der Alleinerbe werden und dementsprechend wichtig ist er für das Haus. Das sollte wohl für euren Haufen reichen. Wart den Spiegel gut für mich auf, denn ich bin noch weitere 3 Wochen in Gareth. Verbrennt den Brief nach dem Lesen. Das ist ja wirklich die Höhe. Das ist bestimmt mein Onkel, der ist eh so unglaublich raffgierig und würde am liebsten selbst. Hört zu! Wenn ihr mich nach Hause bringt, so bald wie möglich nach Gareth, dem richtigen Gareth, dann wird mein Vater euch sicher belohnen. Was heißt belohnen? Jeder von euch erhält 5 Dukaten. Abgemacht? Wie lange sind wir unterwegs? Ich weiß ja nicht, wo wir genau sind. Vielleicht 7 Tage, falls wir wirklich in der Roten Sichel sind. Hakwa begann mit ihren Fingern zu rechnen. Ich will 5 Silber. Pro Tag. Jerome runzelte die Stirn und sah Hakwa eingehend an. Er rechnete kurz selbst im Kopf nach und verkniff sich ein Grinsen. Gut, einverstanden. Also reisten sie los. Und als sie die erste richtige Stadt erreichten, erfuhr Jerome, dass sie sich in Gralop befanden. Sie hielten sich ein Weilchen hier auf. Jerome borgte sich Geld von Hakwa. Sie war eindeutig noch der brauchbarste Teil der Gruppe. Gut, auch wenn Selene meist die stumme Jungfer darbot, konnte sie zumindest mit Verletzungen umgehen. Aber Gareth tat nichts anderes, als diesem Weibsbild Yolanda nachzuweinen. Hakwa hatte wenigstens Ahnung, zumindest in ihrem eingeschränkten Horizont. Sie reisten weiter nach Bali. Und Jerome organisierte einen Händler, der nach Gareth unterwegs war. Der Preis war zu hoch, der Komfort zu gering, aber wenigstens mussten sie nun die Strecke nicht mehr laufen und kamen gleichzeitig schneller voran. Jeden Tag begutachtete Jerome den Spiegel und sein Abbild darin. Es war 2 Tage vor Werheim, als es zum ersten Mal passierte. Für einen Moment erschien ein fremdes Gesicht in dem Spiegel. Eine Frau. Erschrocken aufgerissene Augen starrten ihn kurz an, bevor sie wieder verschwanden und ihn nur noch seinen eigenen ungläubigen Blick im Spiegel sah. Familienerbstück. Was auch immer er da hatte. Er war nicht der Einzige, den dieses Schmuckstück faszinierte. Von nun an blickte er in den Spiegel, so oft er es ungestört konnte. Und dann, am Abend, war sie wieder da. Hallo. Jerome blieb vor Überraschung der Mund offen stehen. Hä? Du kannst mich hören? Ja, ich höre euch. Schnell fing er sich wieder. Bestimmt hatte er furchtbar lächerlich ausgesehen. Das ist gut. Wer seid ihr? Ein schüchternes Lächeln huschte über das Gesicht der Frau. Sie war noch keine 30 Jahre alt. Ihre Haare waren von einem hellen Braunton, zusammengehalten von einem Haarband. Ihre blaugrünen Augen starrten Jerome wässrig an. Das könnte ich auch dich fragen. Jerome Darion von Schiefertrutz. Ich komme aus Gareth. Valeria Fantan. Ich bin Geweihte der Hesinde und derzeit Lehrerin. Ihr könnt mir sicher erklären, weshalb ihr in meinem Spiegel erscheint.
Es handelt sich bei dem Spiegel um ein Artefakt. Obwohl ich eigentlich sagen müsste, bei den Spiegeln. Also hatte sie wie Jerome einen Spiegel vor sich. Ich habe den Spiegel jetzt schon seit Jahren, aber ich habe noch nie seine Funktionsweise gesehen. Sie lächelte. Man muss wohl gleichzeitig hineinschauen. Schlussfolgerte Jerome das Offensichtliche, aber er fühlte sich nicht wohl dabei, zu lange still zu sein. Die nächste Stunde verbrachten sie mit Mutmaßungen über den Spiegel. Persönlichen Fragen wich Valeria aber geschickt aus. Die Aussagen, die sie traf, schienen sich aber zu widersprechen. So erzählte sie zwar, dass sie in einer Stadt im Orkland als Lehrerin arbeitete, aber auch, dass sie gemeinsam mit einer Handvoll Hesinde-Geweihten auf einer fehlgeschlagenen Expedition war und nun als einzige zurückblieb. Und sie redete von einer großen alten Bibliothek, die sie beaufsichtigte. Alles in allem passte irgendwie nicht zusammen. Sie verabredeten sich für den nächsten Abend und wieder redeten sie lange miteinander. In Werheim schließlich kaufte sich Jerome einen aktuellen aventurischen Boten und verbrachte die Abende in Tavernen, meist auf seinem Einzelzimmer. Er las Valeria die Berichte aus dem Boten vor und stundenlang diskutierten sie darüber. Der Bote verriet ihm auch, dass sie den 25. Praios 1022 nach Bosporans Fall hatten. Wie lange war er wohl von zu Hause fort gewesen? Eine Woche dürfte es sein, oder war es noch länger gewesen? Gareth fühlte sich von Tag zu Tag immer schlimmer. Das Gefühlschaos vom Anfang war einer ekelhaften Litanei gewichen, die sich langsam aber stetig immer tiefer in ihn fraß und zur Folge hatte, dass ihm alles um ihn herum egal wurde. Seine Gedanken waren gefangen und die Erwähnung von Yolanda tat mehr weh, als jedes tröstende Wort gut machen konnte. Hela Horas aß von seinem Essen mehr als er selbst. Wenn er abends im Schlafsaal lag, brach all die harte Realität auf ihn ein und hinterließ ihn zitternd und schluchzend in seine Decke gekauert. Das war einer der Gründe, weshalb er sich zwang, so lange wie möglich mit Hakwa und Selene in der Taverne sitzen zu bleiben. Es graute ihm davor, schlafen zu gehen. Dass sein schlechter Gemütszustand auch an Hakwa und Selene nicht spurlos vorbeiging, bemerkte er nicht einmal. Doch ob er es wollte oder nicht, er war die Moral der kleinen Truppe und mit ihm sank oder stieg ihre Laune. Mensch, Gareth, du hast ja schon wieder kaum gegessen. Hakwa und Selene taten ihr Bestes, um ihn aufzumuntern. Und langsam schienen sie ihre Strategie zu verändern. Wenn es nichts brachte, mit Gareth über Yolanda zu reden und ihm zu erklären, dass er ohne sie viel besser dran war, würde es vielleicht helfen, ihn abzulenken. Herr Selene, willst du nicht mit Gareth etwas tanzen? Ja. Warum nicht? Gareth? Von mir aus. Gareth gab sich einen Ruck und stand auf. Tanzen machte schon Spaß, also warum sollte er sich dagegen wehren? Selene zeigte ihm einen Tanz aus ihrer Heimat. Die Schritte waren einfach und beschwingt, und so fegten sie schon kurze Zeit später durch die tanzende Menge. Die Bewegung und Konzentration auf die richtige Schrittabfolge half tatsächlich, um Gareths Kopf für den Moment vollkommen zu befreien. Das erste Mal seit Yolandas Verschwinden konnte er einen Moment wirklich genießen. Und bald machten die beiden ein Spiel daraus, möglichst schnell voranzukommen, ohne mit anderen zusammenzustoßen. Auch Selene genoss das Tanzen. Gareth war ebenso wie sie kein begnadeter Tänzer, und so nahm sie es ihm nicht übel, wenn er ihr auf den Fuß trat, und andersherum genauso wenig. Warte mal, hier zeige ich dir mal einen Tanz. Selenes Wangen waren rot von der Hitze, die das Tanzen ihr ins Gesicht getrieben hatte. Sie lächelte ihn schweratmend an. Ja, gerne. Also packte Gareth wieder ihre Hände und führte ihr die neuen Schritte vor, ging sie dann einzeln mit ihr durch, bis sie fest saßen und sie ihre Geschwindigkeit an die gespielte Musik anpassen konnten. Doch obwohl es sein Tanz war, war er unaufmerksamer als zuvor und Fehler unterliefen ihm immer wieder. Selene hielt an und warf ihm einen fragenden Blick zu. Was ist los? Nachdenklich lächelte Gareth sie an. Weißt du, warum ich Hela Horas so genannt habe? Tatsächlich hatte der Name Selene nichts gesagt, aber als Jerome erfahren hatte, dass Gareths Frettchen Hela Horas hieß, war sein Blick eine skurrile Mischung aus Argwohn, Verklemmtheit und Entsetzen gewesen. Aber erklärt hatte sich der feine Herr nicht. Selene sah Gareth neugierig an. Nein, warum? Er entfernte sich vom Trubel der Menge in Richtung der Tür. Den Tanz habe ich von Hela gelernt. Das war ein Mädchen aus dem Dorf.
durch das ich mit meiner ersten Gauklertruppe durchkam. Kurzerhand verließen sie den Tankraum und begannen mit einem Spaziergang durch die Gassen von Wehrheim. Da war ein Kerl, Gernot. Irgendwoher hatte der ein Schwert oder sowas und musste ganz fürchterlich damit angeben. Er hat mitbekommen, wie ich ihn von meiner Gruppe nachgeäfft habe. Hat ihm nicht wirklich gefallen. Aber es hat unglaublich Spaß gemacht, ihm den Rest des Abends Streiche zu spielen. Unschuldig grinste Gareth sie an. Vielleicht war ich wirklich ein bisschen gemein, aber egal. Am nächsten Tag sprach mich ein Mädchen an und meinte, dass sie sehr witzig fand, wie ich ihren Bruder lächerlich gemacht habe. Und dass es so gut war, weil er es verdient hat. Das war Hela. Wir haben uns dann lange unterhalten und die 2 Tage zusammen verbracht, die meine Gruppe noch da war. Selene beobachtete Gareth neugierig, während sein Blick gedankenverloren auf dem Weg vor ihm lag. Auf seinen Lippen lag ein Lächeln, doch seine Augen wirkten traurig. Meine Gruppe ist dann weitergezogen, aber ich wollte bei Hela bleiben. Ich mochte sie sehr. Und dann hat sie sich mit mir verabredet, zur Nacht an einer bestimmten Stelle eben. Sie hat von einer Überraschung geredet. Aber als ich da war, wartete ihr Bruder mit ein paar Freunden dort. Sie haben auf mich eingeschlagen, bis ich das Bewusstsein verloren habe. Und als ich wieder zu mir kam, hing ich kopfüber an einem Ast. Ohne Kleidung und sonstigen Kram. Ich sagte ihr, es hat eine Weile gedauert, bis mich jemand gefunden und befreit hat. Vielleicht war das nicht ihre Absicht gewesen. Als ich sie danach wieder traf, wollte sie nichts damit mit zu tun haben. Und meinte, ich soll einfach gehen. Oh. Gareth richtete seinen Blick auf Selene. Und plötzlich lächelte er sie aufrichtig an. Yolanda war die erste, mit der ich darüber geredet habe. Aber das ist alles überhaupt kein Vergleich zu der Sache mit Yolanda. Es ist jetzt irgendwie nur noch eine Geschichte. Du wirst auch darüber hinwegkommen, Gareth. Und du musst auch nicht alleine damit fertig werden. Schließlich hast du jetzt Hagwar. Und mich auch. Nach 2 Tagen erreichten sie endlich die Grenze von Gareth. Der Händler ließ sie an der Grenze des Stadtviertels Roskuppel raus und den Rest des Weges legten sie zu Fuß zurück. Jerome war auf dem Weg in das Villenviertel von Gareth, im Westen der Stadt. Eine knappe Stunde durchquerten sie die Felder und Äcker der Roskuppel, bis endlich die Häuser größer und eindrucksvoller wurden, die Gärten prunkvoll und gepflegt und Jerome sich heimisch fühlte und zielstrebig die Straßen abgraste. An seinem Elternhaus angekommen, empfingen ihn 2 Wachen, deren Blick ihn merklich entgleiste. Herr Jerome! Ja, ich bin wieder da. Jerome folgte dem Blick der Wachen auf seine Begleiter. Das sind meine Gäste, sie haben mich befreit. Natürlich, ich geleite euch hinein. Begleitet von der Wache stolzierte Jerome durch den heimischen Park in die Villa hinein. Jerome fing den ersten Bediensteten ab, den er fand. Ich möchte mit meinem Vater sprechen. Der braunhaarige Bursche nickte eilig, doch anstatt sich sofort umzuwenden und zu gehen, blieb sein Blick an Hagwar hängen, die er von oben bis unten musterte, mit einem Ausdruck, der Respekt mit Neugier mischte. Dann geh! Als er sich endlich in Bewegung setzte und loslief, bog gerade Jovan um die Ecke. Er war einer der älteren Diener hier im Haus, ein gutmütig blickender 60-Jähriger, mit grauen Augen und grauem Haar, die sich in einem Kranz um seinen lichten Schädel legten. Er ging schnurstracks auf Jerome zu und schloss ihn in die Arme. Bei allen 12, Jerome, wir haben von deiner Entführung gehört und nun stehst du auf einmal hier. Ja, wie du siehst, bin ich zurück, gesund und mehr oder weniger munter. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dich endlich wiederzusehen. Diese 3 haben mich gerettet. Sei bitte so gut und kümmere dich um sie. Ich muss mit meinem Vater sprechen. Als Jovan Jerome losließ, hatte er seine Förmlichkeit wiedererlangt. Folgen die Damen und der Herr mir bitte. Während Jovan, Hagwar, Selene, Gareth und ihre Tiere fortführte, ging Jerome in Richtung seines Vaters. Der Diener, den Jerome vorgeschickt hatte, kam ihm gerade entgegen. Der Herr ist bereit, euch zu empfangen. Jerome ging an ihm vorbei in das Zimmer zu seinem Vater. Jerome. Sein Vater blickte ihn an, als sähe er einen Geist vor sich, bevor er einen kurzen Moment später aufsprang und ihn in die Arme schloss. Du musst mir unbedingt erzählen, was los ist. Ich habe einen Drohbrief erhalten, in der Geld für deine Freilassung gefordert wurde. Ja, Vater, das ist eine lange Geschichte. Und Jerome begann alles zu erzählen, jedes Detail, das er noch wusste. Über die Räuberbande, die Rettung, den Brief und die Umstände seiner Entführung und die Heimreise. Nur von Valeria erzählt er nichts.
Schließlich nickte sein Vater. Das klingt sehr bedenklich. Ich werde gleich heute noch jemanden zum Praios-Tempel entsenden. Ihre Ehrwürden Galindra zu Ravenbrück würden sicher bei der Klärung der Umstände zu Hilfe eilen. Und deine Gäste dürfen gerne ein paar Tage bleiben. Er schien kurz zu überlegen. Morgen Abend feiern wir deine Rückkehr in großem Maße. Er lächelte seinen Sohn an. Ruhe dich heute erstmal aus. Das Gespräch mit seinem Vater hatte ihm tatsächlich gezeigt, wie müde er eigentlich war. Draußen war die Sonne bereits vor einiger Zeit untergegangen und er wünschte sich tatsächlich nichts sehnlicher als ein weiches Bett. Trotzdem suchte er vorher noch seine Mutter und seine beiden kleinen Geschwister auf, bevor er endlich in sein Zimmer kam. Zufrieden ersetzte er seine schmutzige Kleidung mit dem Nachtgewand und warf sich auf sein Bett. Kurze Zeit später klopfte es. Ja? Die Tür öffnete sich und eine junge, rothaarige Küchenmagd trat ein. Anna. Sie schloss hinter sich die Tür und grinste Jerome frech an, während dieser sich aufrappelte. Du wurdest also entführt? Ja, endlich bin ich heim. Und du bleibst du hier? Ich bin unten noch nicht ganz fertig. Ich war nur neugierig, ob du noch in einem ganzen Stück bist. Rana kam zu ihm und schlang die Arme um seine Hüfte, während sie ihm einen Kuss auf den Mund drückte. Was ist denn überhaupt passiert? Ich glaube, das muss ich dir mal in Ruhe erzählen. Sie nickte bedächtig und ließ ihn wieder los. Ja, ich gehe dann mal wieder runter in die Küche. Sie wandte sich von ihm ab und ging zurück zur Tür. Rana, wenn du fertig bist, kannst du gerne nochmal vorbeikommen. Ja, ich habe schon fest damit gerechnet. Mit einem verführerischen Augenzwinkern zog sie die Tür hinter sich zu und Jerome ließ sich zufrieden wieder auf das Bett fallen.